doch hier. So, Schwert. Schwert. Danke. Da drüben kommt Wasser gleich. Kannst du mir ein Schwert zurückgeben? Ja, das war dein Schwert, genau. Nee, ich hab noch ein Schwert jetzt. Dann ist hier irgendjemand zwischengejumpt, der ein Schwert aufgesammelt hat. Oh, hi. Ich hab zwei Schwerter. Patrick? Ja. Nee, das ist seins. Eins. Wieder, hier. Patrick. Hier, Mia. Zu mir, wie oft noch? Hey, Spinne. Seid ihr jetzt alle fertig? Ja, ich bin zack. Dann kommt mir hinterher. Wir hinterher? Was hast du denn? Ja, weil da hinten kommt Wasser jetzt. Lass uns doch übers Meer. Du weißt nicht, wie lange das dauern kann. Hey, lass uns Boote bauen. Ey, das macht doch den Fun aus. Wenn wir da, und dann Boote. Und dann darüber. Ja, aber nicht, wenn wir die ganze Zeit nur übers Wasser fahren. Hinter dir. Chris, aber wir haben da ein ganz neues Gebiet. Richtig neu. Ja, aber nicht, wenn da gar nichts kommt. Den habe ich mir nicht auch Abstimmung. Schon mal gehabt. Nein. Wir laufen gerade auch weiter, also kommt ein viel geileres Gebiet. Oh, Mann, Leute. Guck mal auf die Minimap. Das Wasser fahren, ne? Guck mal auf die Minimap, da kommt ein viel geileres Gebiet. Du weißt ja nicht, was hinter Wasser kommt. Also, mein Köter ist schon mal tot. Sehr gut, ein Chest viel weniger aus mich töten kann. Das war durch den scheiß Creeper eben. Da vorne kommt jetzt eine Steppe. Ja, und da würde ich sagen, bauen wir einfach, weil die sieht geil aus. Meiner Meinung nach. Creeper. Ja, dann gehen wir ein bisschen zentral von der Steppe. Und alles voller Kühe und Schweine. Sehr schön. Sehr schön. Aber wir müssen auch ein paar wenigstens dann am Leben lassen. Am besten gar keinen erstmal gerade killen. Bleiben wir hier? Wir bleiben hier, oder? Oh, nicht hier unten. Doch, guckt euch mal das Gebiet an. Das ist doch richtig geil. Geil. Ich werde da hinten bei den Bäumen bauen, oder? Das ist ein geiles Gebiet. Mittendrin ist ein Dschungelgebiet, what the fuck. Ja, dann werde ich bei den Dschungelgebiet. Aber nur ein kleines Dschungelgebiet ist ja, das. Ja, aber immerhin, ich werde zwischen den Dschungel. Ich meine, das sieht geil aus. Das wächst mitten rein, das kommt übercool. Ey, cool, kommt mal hier, kommt mal runter, Leute, lass uns hier unten irgendwie das Teamhaus machen. Hier so. Wo? Hier, wo ich stehe. Willst du da reinbauen? Erstmal so ein großes Haus wieder. Irgendwie hier so eine. Ja, aber lass uns mal eine. Na, ich dachte bei dem Dschungel gehen. Da drüben. Lass Seite. Uns mal kurz oben auf den Berg raufgehen und gucken, was da oben ist. Ein Creeper und das halt umgucken. Wie groß das da ist. Vielleicht können wir sogar da oben das Teamhaus raufbauen. Weil das Teamhaus kann ja wenigstens alles überblicken, oder nicht? Mhm. Da können wir so einen richtig schönen. Können wir so einen richtig schönen Wachtposten. Ah. Ja. Nein, sag nicht, mein Hund ist tot. Doch. Nein, mein Mini-Hund. Mein Mini-Hund. Der eine Hügel da drüben ist noch größer. Boah, meine Fresse, was sind das hier für Berge? Nein, wieder den hier oder Extreme den da Hills? Warte, das ist ja das Extreme Hills. Ich würde den. Lass uns doch. Ja. Wo wollen wir denn hin jetzt? Hier bleiben oder da drüben hin? Auf den da drüben, oder? Ich will hier bleiben. Nein. Oh, aber nein. Das Geilste ist, du kannst sie ja wirklich mit Brücken verbinden dann, das wird lustig. Ja, kommt auch noch dazu. Ich würde sagen, lass uns hier bauen. Lass uns hier alles abflachen. Zentral. Und dann hier das Team. Dann lass uns erstmal alles schlafen legen, dass das hell wird. Nicht soll ich nehmen, der Ich Dolz? Lieg im Bett. Ey, mein Hund lebt noch, mein Mini-Hund. Ja, der Kleine ist wahrscheinlich gestorben, ne? Ja. Keiner ist gestorben. Irgendjemand schläft nicht. Hi. Natürlich Nebel macht, wer denn sonst? Hi. So. Dann geht's um Abhacken jetzt hier oben. Hey, du hast mein Ab Bett eingesammelt. Welcher Höhe wollen wir abhacken? Danke. Brava, Nebel macht. Ich würde sagen. Ich glaube, wir machen in zwei Ebenen runter. Also ab hier so, also hier so. Das ist alles weg. Ja. Würde ich sagen. Sorry. Oder noch eine, dann haben wir einen Tick mehr. Gut, dann würde ich sagen. Drei so. Also, baue ich ein paar Kisten hin. Wenn ihr kurz wartet, also, kann man sagen, wie groß das da drüben ist. Auf was für eine Höhe? Hier, komm mal her, Patrick, komm warte her. Warte mal, hier, die Kisten hin. Ich meinte gerade, dass ich hoch hier gucke, was die höchste Höhe oben ist, damit wir wissen, wie viel das. Ob wir überhaupt was abbauen, oder? Oder wo wird. Okay, ich will hier rauf. Ich will hier unbedingt drauf, Mann. Na, ich auch. Das habe ich gar von gemeint, ob wir da drüben nicht bauen. So, und wir schmeißen jetzt einfach alles zusammen in eine Kiste rein. Ja. Aber wenn ich kapiert. Auf den rechten Hügel hier bauen, auf den großen. Der ist, ganz ehrlich, der ist viel geiler. Ja. Eigentlich ja, der hab ne? Ich auch schon angetan. Ich spring jetzt ins Wasser. Ja! Nimm mal wieder alles mit, Michi. Genie!
Michi, wieder alles einsammeln. Doch wieder einsammeln? Ja. Warum? Wieso? Na, weil wir auf dem Google weil... rechts bauen. Ah. Muss jetzt erst. Ja. Ja, es sind meine Sachen auch alle weg. Aber das Geilste ist. Mach mal die Kiste einfach kaputt. Ja, das ist. Hier sind da. Das ist ja da kein drüben Problem. Sind noch Höhlen drin. Das ist das Krasseste. So. Und hier drüben sind auch Höhlen. Oh. Oh. Wartet mal bitte beide. Nebel macht. Ja? Gehen wir denn jetzt hin? Was denn? Ich hab einen riesen Spalt gefunden rauf. Hier unten. Ich weiß, hab ich gesehen schon. Der ist richtig geil. Oh. Der Berg hat Autsch. Uns angetan. Wir haben uns in den Berg verliebt. Ach du Scheiße, wie tief ist das denn? Ja, pass auf. Wow. Ich hab versucht, oh, pass, Michi. Zu springen und war da nicht ganz so schlau. Hab's geschafft, den Noobs. Aha. Ja, dann sind wir halt Noobs. Wir wissen da. Achso, da oben bist du gerade, ne? Versuch's einen Weg hochzufinden. Ja, musst du hin rumgehen, scheiße. Ich baue mich einfach hoch. Oder es baut einer Leitern und dann klettern wir den Berg hoch. Das kommt noch besser, ja. Okay, ich habe kein Holz mehr, das ist alles irgendwie bei jemand anders gelandet. Ich mach kurz Leitern, ja? Hm? Ich habe 3 Workbenches, geil. Ich habe auch eine Leiter für dich. Ja? Ich schmeiß dir hin. Ich bin der König der Welt. Was ist das? Na, du bist schon oben, oder was? Ja, ich bin schon oben. Ja, schade, ich da bin auch fast oben. Schade. Oh, ein Kürbis, ich lass dich stehen, der kommt bald. Boah, und vor allem hier ist eine schöne Fläche, wa? Müssen ein bisschen einebnen, aber halt, da scheint es. Nee, guck mal hier rum. Warte mal. Dreh dich mal um. Hier oben. Stellt euch mal bitte am Rand, wo ihr steht gerade. Na, wir stehen schräg gegenüber hier. Ach, da seid ihr gut. Guck mal hier oben. Weil ich muss ja gucken, wo hoch. Deswegen. Brauchen wir nicht ganz so viel ausbauen und es ist trotzdem reichlich Platz. Ja. Ja? Sieht doch echt geil aus. Wir können das Haus natürlich so runterschrägen. Dann können wir so im Haus runterlaufen. Ja klar. So nicht so ein ganz gerades Haus, sondern mal ein bisschen Fantasy. Wir können auch direkt das mit in den Berg reinbauen. Was? Scheiße, ich habe keine Leitern mehr. Ich wollte klauen. Ich wollte eigentlich ein Haus im Berg. Michi, ich habe keine Leitern mehr. Aber geil finde ich, wenn wir die verbinden, also nicht so mit Sand verbinden, so Wege rüber, sondern richtig hier Holzbrücken rüber bauen. Ja, das ist eine geile Idee. Chris, ich hab noch. Oh, das kommt richtig geil bestimmt rüber. Was hast du noch? Ich hab noch Stöcker hier. Nein, mein Hund ist in die Stöcker? Tiefe gestürzt. Ja, dann schmeiß die mal zu mir hin. Und dann führt mittendrin so eine schräge Brücke nach oben, also so eine Steintreppenweg nach oben, also Holzweg nach oben. Kommt bestimmt fetzig. Boah, wie viel hast du denn da, bitte schön? Ja, ich hab noch ein ganzes Stack Holz gehabt, also Baumstamm. Aber irgendwie sprießen hier oben ganz schöne Ideen, wa? So. Ja. Ich hatte schon eigentlich schon die ganze Zeit vor, eigentlich, wenn wir ein neues Gebiet anfangen, dass wir auf den Berg raufgehen und dann da reinbauen auch. Vor allem von hier drüben aus so den Berg mit der Brücke zu verbinden. Ey, da kannst du ein richtig geiles Bergdorf draus machen. Oh, ah. Ja. Dann müssten wir nochmal. Teilweise, wie viele Berge haben wir denn? Wow, scheiße. Wir könnten zum Beispiel ein paar. Und teilweise. Wir können ja ein paar bestimmte Gäste wieder einladen, die hier Häuser bauen können. Hier Lukas zum Beispiel, weißt du? Ja. Der ist aber auch der Einzige. Und außerdem können wir nämlich auch noch richtig schön in den Berg reinbauen. Oh ja, das hatte Nebel mal. Ja, nee, ich meinte, ich hatte ja schon gesagt, dass... So, dann lass mal anfangen mit ausbauen, so ein bisschen. Ich hatte ja schon vorher die Idee. Ja, ich hatte die so was bei euch öfter mal, weil ich es einfach geil finde. Essen? Hat jemand Essen? Ich stelle hier mal die Truhen hin und da kann aller Klumpatsch rein. Ich komme gleich wieder, warte mal. T/home 1. Was hast du vor? Ich setze mir einen Warp-Punkt hier zu Hause erstmal. So, da. Workbench steht da auch. Mhm. Warp-Punkt war mit. Fuck, Jetzt. /z/home. Nein, ich will nur Waypoint machen. Also Waypoint, nicht so Waypoint. Hat jemand was zu essen? Essen, ich brauch Essen. Patrick, wo bist du? Hinter dir. Warte. Ja, ich bin genau hier. Ja. Die Karotten bringen am meisten. Back? Dann setz ich. Die hat mir einen Halbschuh weggenommen, glaube ich. Max, hast du meine Karotten geklaut? Hallo. Ach, da unten seid ihr.
Ich sehe den gar nicht. Okay. Ach, da ist er. Hör auf, ihn zu hauen, weil dann killt der Hund ihn. Gerade scheißegal, dieser scheiß fucking Köter geht mir so auf den Pass, ganz ehrlich. Ich hab ihn hingesetzt. Ach scheiße, zu spät. Ja, zu spät. Oh, jetzt hab ich's. Ich werd dann mal machen. Ja. Ich stell mich hier vorne hin und mach hier den Spawnpunkt wieder. 12.665 Meter sind wir weg. Spawn. Und ich will also zu hauen. Das heißt, wieder gehen wir so auf den Pass. Tut mir leid, das war jetzt einfach. Scheiß auf Patrick. Sorry, aber das war gerade also, einfach nur aggressiv, nur nach diesem Feature. Auch einfach nur also der Spawnpunkt ist wieder hier. Okay. Ich werde den Hügel jetzt gar nicht weiter bearbeiten, ne? Ich werde das Haus direkt aufbauen. Ja, und rein. Auf den Hügel. Sollen wir direkt mit Haus bauen anfangen? Naja, ich würde den so ein bisschen alle gemeinsam, oder? Ja, wir bauen erstmal ein Teamhaus. Ja, und wir alle zusammen oder was? Ja. Ja, ja. Oder Patrick hat jetzt eine Spinne. Nur als Info. Oder drei bauen das Haus und zwei fangen schon mit Brücken an teilweise. No. Hey Michi, wir brauchen erstmal keine Brücken, wir brauchen erstmal ein Haus. Ich wollte die runterfallen lassen. Nee, musst du nicht gleich so aggressiv. Wer? Ich? Nein. Ich hab. Wo ist denn mein Werkzeug schon wieder hin? Das ist irgendwo gelandet. Ne, ich brauch erstmal Holz irgendwie. Wo haben wir ein bisschen. Boah, hallo. So. Hat irgendwer noch Steinschaufel? Ja. Über? Eine. Mhm. Nö. Ich kann dir eine geben. Eine Eisen. Oder eine Eisenschaufel. So, 45 Eisen haben Eichenholz, wir dann. Eichenholz, ja. Ja. Eichenholz habe ich auch noch ganz gut. Also Leute, Kohle, wie wollen wir das jetzt bauen? Also Grundriss anpassen, also sind der Grundriss. Dann mach. Was blabberst du denn mit drin? Grundriss. Ich wollte sagen, dann mache ich jetzt erstmal das Eisenbrennen. Also Grundriss so ein bisschen anpassen. Aber ich würde immer einen Block zum Rand freilassen, ne? Ja, so halt, dass wir nicht direkt auf dem Rand bauen. Genau. Immer einen. Und dann Grundriss einpassen und mal innen, also wir bauen dann nur schräg runter hier teilweise und dann auch in den Hügel rein den teilweise rein. Noch mit oder ja. Nur lass, uns ja. Mal, lass uns erstmal mit dem einen anfangen, lass uns erstmal oben den Grundriss machen und dann können wir immer noch weitermachen. Naja, wir dann ja, nicht die ganze Oberfläche hier nehmen, nur nicht nur die, sondern auch hier runterbauen. Ja, können wir ja machen, wir können dann hier, lass uns hier so runterbauen, zu dem, siehst du das? Naja, wir können beide Seiten überbauen, also hier? Komm mal her, ich will planen. Hier bitte runter. Das hier plant ihr das mal erstmal. Habt ihr dann wieder ein bisschen Redstone? Nee. Nö. Hier willst du runterbauen, ja? Also so hier und dann so hier runter. Hin. Bis hierhin. Lass uns einmal hier so eine richtig schöne Aussicht machen. Guck mal, das ist richtig geil aus von hier. Na dann bauen wir eine Aussichtsplattform hin extra. Ja, guck mal hier. Wie geil das aussieht. Ja. So. Ich sehe das ja für nicht. Dann können wir ja ganz so ein bisschen fetzig hier so runterbauen, so ein bisschen. Fetzig. Ja, du lauerst scheiße. Ein kleinen Holzweg runter. Bis zu dir so runter. Und guck mal hier. Hier können wir auch noch ein bisschen Fläche hinbauen. Dass hier so in den Berg reingeht. Weißt du? Und dann können wir. Ach du Scheiße. Oh ja, das kommt auch. Und dann hier extra eine Aussichtsplattform. Ja. Und dann halt auf der Seite, wo wir die Truhe gesetzt haben, werde ich dann auch noch mal ein bisschen Holz runter. Also fürs Haus. Hey, setz erstmal das Grundgerüst, bitte. Genau. Wir planen erst. Fangt ihr beide erstmal an. Genau. Aber ey, hier kriegt man richtig geile Ideen. Oder. Nee, ich hatte ja schon vor die Idee, wenn wir ein neues Gebiet anfangen, ja, das dass wir auch auf dem Berg okay. fahren. Reicht eben schon. Kannst du mal kommen? Irgendwie habe ich ja eine Idee und ich kann nicht verstanden. Was ich hier meinte? Also wollten wir so Stufen für mich jetzt, wo ich das Holzblock so gesetzt habe, runterbauen? Können wir auch, aber ich würde es hier machen. Also quasi von hier, weiß ich, bis hier oder so. Stufen. Und hier hinten. Und hier hinten kannst du zum Beispiel, weiß ich, noch anfangen, eine Fläche zu bauen, weißt du? Bis dahin, dass du nach in den Berg dann reingehen kannst auch. Cool. Gefällt mir. Das würde ey, nee, das gefällt hast mir. Hast du dich angehört? Hast du nur komisch angehört eben? Wurde so, King spart, ich hab keine Ahnung, was du meinst, aber so kam das gerade ein bisschen. Ja, meine Spitzhacke. So in der Art kam das wirklich eben. Braucht man eine Spitzhacke? Hab keine. Okay, das sind cool. Kann man irgendwie mal Werkzeuge vorbereiten? Das wäre ganz cool. Kann ich machen.
Danke, Michi. Halt und auch nicht immer gerade, sondern genau so. Hör auf, Michi, ich hab dich einmal fetzig gehauen. Fetzig? Dann laber das jetzt bitte. Immer so fetzig. Warum hast denn du. Achso! Hm? Naja, weil wir hier unten doch den Weg hochbauen wollten. Wo ist Stein? Das ist direkt in das Haus rein. Nimm doch Eisen. Können wir ja später machen. Lass uns das erstmal. Ich brutzel da doch gerade Eisen. Wir können ja später den. Wir können ja später da. Wenn man hier so runterläuft. Wir machen das später. Machen wir später. Lass uns erstmal. Oben hier. Wir können ja später anbauen. Sorgen wird dunkel. Ja, ich denke mal, hier oben wird trotzdem nicht viel spawnen. Nee. Glaubst du? Da drüben ist das stehen schon alles bereit. Da auf dem anderen Hügel. Ist so gut. Da stehen ganz hier jede Menge Bogenschützen rum und warten nur, dass sie rüber können. Aber wir kommen halt nicht rüber. Ja. Wie hoch wollten wir das machen? Na, weiß ich nicht. Wir müssen das ja nicht so hoch machen, weil wir können erst mehr runterbauen auch. Ja, wir können, wir können im Prinzip den ganzen Berg bis unten nutzen und unten dann so einen kleinen Eingang bauen, so einen Geheimgang. Das war dann. Oder vielleicht so eine Art Fahrstuhl? Nee, Fahrstuhl geht ja gar nicht. Doch. Jein. Es gibt einen Wasserfahrstuhl, der ganz einfach simpel ist. Den nutzt er selber. Oder, wir bauen, wir bauen eine Zugstrecke nach unten. Weißt du? Ja, eine Zugstrecke und eine nach unten. Das kriegen wir hin. Ja, dann bauen wir so ein. Ja, einmal von oben nach unten so schieben runter und dann. Ja, so schräg runter, das klappt. Kriegen wir beide wieder hin. Genau, und dann. Können wir nicht im Hügel so den Bahnhof bauen? Das ist ja auch ganz gut. Ja, können wir ja später alles machen. Ja, ja. So, nee, das ist schon mal als Voridee. Ach, ey, wie schwierig eine Idee, das ist unglaublich. Können wir da so einen richtigen Komplex im Berg bauen? Oh ja. Ich werde unten Holz fahren. Mach das mal. So, ich würde hier aber auch weiterbauen, ne? Hier unten dann schon. Ja. Dann bauen wir das hier unten nicht fahren. Ja, weil du es hier oben irgendwie schon zugemacht hattest. Ja, das kann man ja wegmachen, bitte. Genau, und dann die halt hier nochmal ein bisschen rüberziehen. Dass wir quasi hier so weit darüber. Hier so. Hier. Naja, dass wir halt. Nein! Mehrere Schlafkomplexe vorgesehen haben. Ja, wollen wir das machen, dass jeder sein eigenes Zimmer bastelt hier? Oh ja. Ich glaube ja, ne? Ja, dann brauchen wir das nicht mit so einem fetten Machen. Also können wir erstmal so ein Zimmer, dass jeder seine Räumlichkeit hat, dann können wir hier richtig schön variieren. Und dann baut sich jeder noch irgendwie hier ein paar Häuser hin oder so. Ich hab mein Hügel schon gefunden. Voll drauf, ich baue. Ich fange schon gerade an, mein Haus zu bauen. Wo bist du denn jetzt? Ich baue mir gerade meine Höhlentechnik, meine Pistentechnik, ja. Ich baue ganz unauffällig erstmal. Naja, lassen wir dich erstmal bauen. Willst du das wirklich so hoch machen, Chris? Ich finde das ein bisschen zu hoch. Okay. Aber ist ja nicht okay. Müssen wir mal gucken, wo wir das später zu hoch. Ja, aber später das ist cool aus. Sieht ganz cool aus und mittendrin so Glas drin, wa? So. Das ist 5 Blöcke hoch. Und dann würde ich da drin Glasfenster einsetzen. Und 5 und dann kommt die Decke. Nee? Nicht komplett Glasfenster. Ah, ich finde es hier viel cooler, wenn du ein bisschen mit Glas bauen tust. Ich mache erstmal so den Grundgerüst von oben. So, das wird dein Schlafkommen. Das wird der Hauptgebäude. Das wird das Hauptdings. Ja, wir bauen uns, wir können uns das alles anbauen. Oh. Was wollen wir jetzt machen, Patrick? Weiter hier runter? Oder erstmal warten? Ich lass Chris erstmal machen. Ich guck mich mal kurz hier um. Ja, ich baue mal hier unten schon mal den Weg so ein bisschen, ne? Mich ist mal wieder gestorben. Ich schließe das in der Zwischenzeit hier unten schon an. Ach, ist doch scheiße. Oh, alle zugebaut hier oben. Kein Platz mehr, kein Weg mehr. Alter. So, dann bin ich noch Fackeln? Hier vorne anfangen. Kannst du hier drin auch mal Fackeln setzen, Marc? Ich hab keine Fackeln bei. Warte, ich hol euch. Ich hab welche gleich.
Oh ja. Oh, das Gebiet gefällt mir sehr. Oh ja. So. Da bin ich sogar dafür, dass ich mich gegen mein Argument eingestimmt habe. Damit bin ich übers Wasser laufen. Mhm. Habt ihr toll gemacht. Kein Ding, haben wir gern gemacht. Okay. Hört sich doch so. Ihr wart ja eigentlich alle gegen mich. Ja, ich baute auch lang, aber egal. Ja, wir beide, aber die anderen drei waren dafür, dass wir übers Wasser gehen. Nee, mir war's egal. Ich hab mich angeschlossen. Aber du wolltest zuerst auch übers Wasser. Warte, ich muss doch nicht meine eigene Meinung vertreten hier. Was bist du denn für einer? Aggressiv? Ich habe meine Meinung vertreten, indem ich eigentlich gesagt habe, lass uns später aufnehmen, oder? Wurde ich auch übertrumpft. Ja. Ja. Was hast du da für ein Holz, du? Ich glaube, das wäre ein kleiner Fehler gewesen. Birkenholz hast du jetzt, oder? Mhm. Ich fand das war schon recht lustig, wo wir jetzt auch schon aufgenommen haben. Ich bin am Verhungern. Ja, verhungern mal. Es ist Fleisch unten in den Höfen drin. Der Weg ist nicht weit. Aber nicht jeder zu viel rausnehmen, immer ein bisschen nur. Mhm. Ich will unsere eigene kleine Bonanza-Farm. Mhm. Das Problem ist mal hier hin. Ach ja, Fake Ash Redstone-Leitung, ihr seid alle kacke. Ich fülle Holz auf in den Thron. Mach das. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir jetzt nicht auf Map da weiterbauen können. Offscreen meine ich. Würde ich jetzt am liebsten gern weitermachen. Oh. Aber ist so. Das ist die Regel. Ich weiß. Weißt du auch, ne, Max? Also Offscreen nicht weiterbauen? Ja, klar. Mhm. Ja, nicht so gut. Okay. Ja. Timmy. Timmy das Schaf. Dann nicht nur Axt. Ich brauche eine Axt. Wow. Hier, ich habe eine. Mit der billigsten Redstone-Technik funktioniert mein kleiner Spezialgang. Ha, sehr gut. Gut. Und wir müssen uns noch eine Cobblestone-Maschine bauen. Ja, das brauchen wir auch noch. Später dann. Und dann hier oben mit dem Shell, das macht später. Boah, wie lange wolltet ihr denn länger machen? Wie spät haben wir es denn? Wir haben jetzt 2 Stunden. 10 vor 10. Halb? Oben? Ja, weil zu lange kann ich nämlich auch nicht. Ich habe morgen Frühstück. Ah, jetzt gehe ich dann runter. Aber wolltest du das wirklich alles in das weiße Holz machen? Ich dachte, ich mache nur die Säulen da draus. Ach so. Ich hab jetzt gedacht, du wolltest dann alles so machen. Sonst besorg doch mal Dschungelholz. Vielleicht sieht das als Wand noch besser aus. Also mag ich persönlich gar nicht, aber es ist mal eine Ansichtssache. Ja, man kann ja testen. Ach, da habt ihr die Lette hingesetzt. Die bin ich runtergefallen. Nee, weil die Wände wollte ich nicht aus weißem Holz machen. Ja, klar. Ich wollte nur die Säulen da draus machen. Du musst mal relearnen. Okay, wer kommt mit mir in den Dschungel? Wer will sich meine kleine Höhle angucken? Ich. Wo bist du? Keiner, eigentlich. Ach so. Chris! Du hast es jetzt hier zugebaut. Was denn? Was habe ich zugebaut? Ach so, ja, mach mal, kannst du wieder aufmachen. Die war falsch gesetzt. Ich habe das zugemacht, Entschuldigung. Gold, ich brauch Gold, ganz dumm Gold. So, Nebel machen. Zieh's los. Ganz einfach, ganz billig. Ganz billig. Ja, das Ganze ist mit 2 Fackeln und einem Redstone gemacht. Aber es reicht. Ganz billig und sehr billig. Leute? Ne? Leute? Max? Hat jemand Gold von euch gerade zur Hand? Ja, mit dir? Hab ich. Gold. Müsste unten in den Kühlschrank sein. Ich mach die Goldaxt.